Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich das aktuelle Unboxing von der Glossy Box. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen zu erfahren, was sich im März hier drin verbirgt, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieße die Show und viel Spaß mit dem Video. Mosi, was schnupperst du denn da? Das ist Captain Neugierig am Start. Die Glossy Box ist eine Beauty Box, die ich im monatlichen Abo habe und ich zahle 12,50 Euro pro Box bzw. pro Monat, weil die ja monatlich erscheint. Man kann die auch im flexiblen Abo bestellen und dann kostet die 15 Euro pro Box und pro Monat. Ich weiß nicht, ich glaube, da gibt es auch noch irgendwelche Zwischenlösungen, aber ja, das sind so die günstigste und die teuerste Variante, sage ich mal. Das heißt, maximal 15 Euro zahlt man für so eine Box, aber wir haben hier meistens einen ziemlich krassen Wert drin und wir haben hier sowohl Beauty-Produkte drin, als also ne, dekorative als auch pflegende Kosmetik, das meinte ich mit, ja, genau, ja. Und manchmal haben wir hier auch Tools oder sowas drin. Ich bin einfach gespannt, was wir jetzt im März hier zu erwarten haben. Hier kommt schon ein bisschen was von dem Füllmaterial raus. Und jetzt habe ich hier einmal den Deckel entfernt. Die Glossy Box ist irgendwie, korrigiert mich gerne, weil ich weiß das nicht ganz genau. Also für mich ist die Glossy Box die Mutter aller Beauty Boxen. Oder gab es davor noch irgendwas? Also ich weiß, es gab auch mal so eine Douglas Box. Aber gab es auch noch was davor? Ich weiß das gar nicht. Wie gesagt, schreibt mir das gerne mal, wenn das jemand von euch weiß. Genau. Sie ist mal besser, sie ist mal schlechter. Und hier haben wir den ersten Blick in die Box, wo wir direkt das Heftchen sehen, wo drin steht, was drin ist. Genau. Und ja, so ist es dann immer eingepackt mit einem Seidenpapier und mit einem Klebi und einem Seidenschleifchen. Und Sammy räumt hier alles ab. Der kleine Mann ist wundervoll. Genau. Ach so, falls ihr mehr von meiner ziemlich organisierten Art haben wollt, geht so, dann klickt gerne hier unten mal da so auf dem Abonnieren-Button rum, einmal am besten, weil wenn ihr einmal draufklickt, dann habt ihr mich abonniert und dann werdet ihr jeden Tag um 11 Uhr so ein bisschen, ja, Content von mir sehen. Das finde ich total cool und gerne auch das Glöckchen so anklicken, dann kriegt ihr auch eine Notification, dass ich ein neues Video hochgeladen habe, jeden Tag um 11 Uhr, ja, vielleicht auch so als Wecker, man weiß es nicht, ja. Genau, ich wollte da jetzt einfach mal ein bisschen mehr drauf hinweisen, weil der YouTube-Algorithmus erfordert manche Dinge. Zum Beispiel, dass ihr auch Kommentare schreibt, dass ihr interagiert mit mir, dass ihr Kommentare schreibt, mir ein Like da lasst und so weiter und so fort. Und das finde ich total cool. Und ja, es ist immer unangenehm, wenn man das erwähnt und danach fragt, ob ihr das vielleicht machen möchtet. Aber sei es drum. Ich habe immer noch nicht meinen richtigen Groove gefunden, wie ich das total charmant in ein Video einbauen kann, um ehrlich zu sein. Ich, ja, näher mich noch an. Okay, hier haben wir, wie gesagt, das Glossy Magazin und Pretty Pleasures ist hier die Bezeichnung. Pretty Pleasures, okay. Eine Frau vor einer, ist das eine, vor ihrem Kleiderschrank? Das ist kein Kleiderschrank. Weiß ich nicht. Kleine Freuden ist es ja im Prinzip. Naja, aber wir lesen uns mal durch, was die Boxenpacker sich beim Packen der Box gedacht haben. Versüße dir deinen März mit der Pretty Pleasures Edition. Ach so, mir wurde gesagt, ich muss mal zusehen, dass ich häufiger relativ früh auch ein Produkt in die Kamera halte. Deswegen mache ich schnell mal die Box auf und halte direkt was hoch. Oh, guck mal, ein Pinsel von Lotte London. Das ist ein Smudger-Pinsel. Ja, ich habe meistens einen relativ langen Vorspann und dieses Video ist schon wieder total chaotisch, es tut mir leid. Genau, das ist der Lotte London Pinsel, finde ich cool. Ein Shader oder so, oder Smudger? Shader? LE015 Firm Shadow Brush. Ja, ne, werde ich auf jeden Fall für meine Full Face Beauty Boxen verwenden. Wie kriegt man den denn auf? Man muss ihn aufschneiden wahrscheinlich. Finde ich nett, ne? Also sowas mache ich jetzt seit diesem Jahr tatsächlich. Jeden Monat, am Ende des Monats drehe ich das Video. Das heißt, das für Februar habe ich eben, habe ich tatsächlich eben geschnitten. Und das kommt die Tage dann auch online. Und hier haben wir dann ja, das erste Produkt aus der Box. Fühlt sich soweit so gut an. Lotte London ist ja eine Marke, die war auch mal in Drogerien vertreten, ist es aber mittlerweile nicht mehr, ne? Genau, also das bereitet mir auf jeden Fall eine kleine Freude, finde ich nice. Dann lege ich den schon mal in den Hintergrund, dass man den sehen kann. So, erstes Produkt gezeigt. Ist es nicht wahnsinnig aufregend zu wissen, dass wir uns mit kleinsten Freuden den Alltag immer wieder versüßen und uns selbst ein Lächeln ins Gesicht zaubern können? Stimmt tatsächlich. Also ich habe bei mir auf der Arbeit, ich meine gut, ich bin aktuell sehr viel im Homeoffice, aber auf der Arbeit habe ich auch immer so kleine Dekosachen stehen. Ein kleines Engelchen, was ich mal geschenkt bekommen habe oder
jetzt aktuell natürlich so ein paar Blümchen und sowas und auch so ein kleines Schildchen, wo drauf steht Make someone smile today und so, finde ich schön. Was macht dich happy? Habe ich gerade gesagt. Zum Beispiel aber auch, dass ich hier so filme, ne? Nach einem ziemlich verrückten Arbeitstag mich hier hinzusetzen, mir ein bisschen Kram ins Gesicht zu schmeißen, mich ein bisschen hübsch zurechtzumachen und ja, ein Video zu drehen und mit euch zu quatschen. Ich finde das immer schön. So, die ersten zarten Sonnenstrahlen auf der Haut, ein motivierendes Hörbuch oder eine Joggingrunde am Morgen. Also die ersten zarten Sonnenstrahlen auf der Haut, check. Ein motivierendes Hörbuch. Ich persönlich, wenn ich ein Hörbuch höre, ist es meistens so in die Richtung Thriller, Mystery, Sebastian Fitzek, Danny Pelletier, aktuell voll mein, ne, lese ich sehr viel, poste ich übrigens auch auf Instagram meine ja, Reviews dazu, meine Kurzzusammenfassungen, wie auch immer, meine Meinung, sag ich mal. Eine Joggingrunde am Morgen, nein. Captain Faultier ist am Start. Egal was es ist, passend zum International Women's Day am 8. März, was vorgestern war, wollten wir dich daran erinnern, dass das kleine Glück überall ist. Du musst nur danach greifen. Okay. Fang doch direkt damit an und packe unsere neue Glossybox Pretty Pleasures Edition aus, die voller Kosmetik und Pflegevergnügen steckt. Das kommt mir jetzt ja gerade sehr gelegen. Gönn dir dieses Beauty Amusement. Okay, und genieße dein erstes frühlingshaftes Unboxing in vollen Zügen. Alles klar. Ein absolutes Highlight. Ach so, Mann, jetzt hier Spoiler, rampampam, das wollen wir doch hier nicht. Nein. Für ein Beauty-Vergnügen von Kopf bis Fuß darf natürlich das ein oder andere Pflege-Must-Have nicht fehlen. Lass dich überraschen, welche Produkte deine individuelle Boxenversion vervollständigen und lass es auch uns gern wissen. Poste ein Bild auf Instagram, bla bla. Leute, ich mache dieses Unboxing. Was soll ich noch mehr machen? Okay, wir haben hier immer wieder verschiedene Varianten von der Box drin. Du hast meistens also 5 Beauty-Produkte hier mit drin, wovon immer so 2, 3 in allen Boxen gleich ist. Ansonsten hast du dann immer Alternativen. Ich kann dir einmal schauen, ob ich jetzt zu dem Pinsel irgendwie eine andere Alternative gehabt hätte. Also hier ist auf jeden Fall abgebildet, dass man eine Augencreme von Feel Free hätte auch noch drin haben können. Das ist nämlich auf derselben Seite abgebildet. Ich persönlich muss gestehen, ich als kleiner Pinselfan, dass ich das bevorzuge, dass ich den Pinsel bekommen habe. Und ich glaube, dass die dritte Alternative wäre eine Diadermin Lift Plus Phytoretinol Anti-Age Augencreme gewesen. Weiß ich nicht, aber ich würde tatsächlich für mich persönlich sagen, dass der Pinsel mich am meisten freut. Aber wir gucken mal, was hier noch so weiterhin drin ist. Ich greife hier rein und finde etwas von Duze, Dus oder Dusch. Da hatten wir mal eine Mascara von drin. Und da weiß ich auch, dass die Miss Curly Jen, die aktuell in ihrem Project Pan, Panning Sisters oder weiß ich nicht, 10 Uses oder 10 in 10 drin hat. Die hat immer so viele Projekte gleichzeitig. Ich steige da gar nicht so durch. Ich gucke mir das immer super gerne an und ich habe meine Schere verloren. Sammy, hast du die? Sammy hat die bestimmt versteckt, ne? Ich kenne dich doch. Naja, auf jeden Fall, das ist echt leicht chaotisch heute, ne? Ich habe das doch eben hier aufgeschnitten. Ihr habt das doch gesehen, oder? Ach, unter dem Heftchen. In dem Boxendeckel. Läuft bei mir. Auf jeden Fall hat sie die in ihrem Tint-Gedöns wie auch immer mit drin. Und das ist halt so ein Oschi-Bürstchen gewesen, was wir mal in einer im Adventskalender, glaube ich, drin hatten. Von Glossybox. Die machen ja auch einen Adventskalender zum Ende des Jahres. Und ja, das war schon eine krasse Mascara, ne? Also die hat bei manchen ein richtig tolles Ergebnis gemacht. Also bei mir hat die super funktioniert. Bei anderen hat die mega geklumpt und bei Jenny gefällt mir die sehr gut. Okay, mal gucken, was wir hier jetzt drin haben. Oh, das ist süß. Guck mal, das ist so eine Blush, Bronzer, Highlighter, Lidschatten, alles in allem Palette, aber relativ klein. Das kommt auf jeden Fall auch in meinen Full-Face Beauty-Boxen. Ich glaube, ich muss Jacqueline, das heißt wirklich so, nicht swatchen. Das ist nämlich ein ja, Setting-Ton, ne? Und Light Brown. Gut, wenn du ganz, ganz vorsichtig so mit einem vorsichtig kleinen Pinsel da reingehst, dann kannst du bestimmt da auch Blush Bronzer und Highlighter von machen, weil die Töne halt passen würden. Aber die Palette ist per se schon relativ klein. Aber die Töne gefallen mir. Ich mache das auch häufiger mal, dass ich mir Blush und... Ach Quatsch, doch. Blush, Bronzer und Highlighter als Lidschattenlook aufgebe. So für den Alltag, ne? Ist auch ein Schimmer-Highlighter, vor allem Schimmer-Blush mit bei.
dieser Tessa, ne? Ist aber auch ein schöner Ton für auf dem Auge drauf. Also hier ist es wahrscheinlich gedacht, dass du hier einen Blush hast, hier einen Highlighter. Die beiden Töne, die kannst du, wenn du ganz wild drauf bist, als Augenbrauengedünsten verwenden. Und das hier auf jeden Fall Lidschatten, wobei du alles als Lidschatten auch nehmen kannst. Doch, ne? Also als Palette finde ich das schon mal richtig cool. Und die hat wirklich jeder drin. 41 Euro, ich sehe es gerade. Ui. Okay, ja, die Reste vom Finger werden am Kleid abgewischt. Übrigens, das Kleid ist eins meiner allerliebsten Lieblingswinterkleider. Habe ich in mehreren Farben in der Infobox verlinkt. Geiles Zeug. Okay, auch die Palette gefällt mir. Finde ich nice. Na, gucken wir mal rein, was hier sonst noch so mit drin ist. Das ist, Mensch, Wunder 2. Ist, glaube ich, auch eine recht hochpreisige Marke. Wunder Lift Anti-Wrinkle Serum for Fine Lines, Wrinkles, Puffiness und Dark Circles. Ich liebe das Wort Puffiness. Muss ich ja an dieser Stelle einfach mal erwähnen. Wunder 2, ich glaube, die haben doch auch mal so eine krasse Mascara gehabt, die irgendwie 76 Stunden halten soll oder 72 Stunden. Die war echt heftig. Ich glaube, die habe ich sogar noch. Weiß ich nicht. Die ist halt richtig krass, ne? Also die runterzukriegen, ist eine Herausforderung. Ja, und das hier ist so ein Hardcore-Serum. Also wir sehen die Verpackung, wir sehen das Produkt. Ich liebe es, ne? Das ist ja immer wieder das Gleiche, ne? Ja gut. So kann man das halt nicht, zum Beispiel, wenn man das im Laden kauft. Das ist, ich kenne das halt auch. Ich habe mal in der Verpackungsindustrie gearbeitet, wo ich überall schon gearbeitet habe. Das ist echt witzig. So eine Verpackung nehmen die halt lieber. Sieht natürlich dann ein bisschen nach mehr aus, als es ist. Aber es wird halt im Einzelhandel gerne verwendet, solche Verpackungen, damit man sich das nicht mal eben so in die Handtasche stecken kann oder so und das halt klauen kann. Ne? Das ist, deswegen machen Firmen das halt echt häufig so. Ja, okay, 60 Sekunden Wrinkle Reducer. Also innerhalb von 60 Sekunden sollst du mit diesem Produkt mit 12 Millilitern deine Falten reduzieren können. Ja, finde ich nice, ne? Ist ganz nett, ist noch ordentlich zugespeist. Wenn ich da mal eine ganz wilde Zeit habe, dann werde ich mir das vielleicht mal gönnen. With Flex Tensor Technology. Läuft bei ihm. Okay, ich gucke mal, was man da hätte alternativ haben können. Nee, das glaube ich nicht. Weil hier sind ja Produkte drin, weil das soll ja 29,95 kosten. Und dann hast du hier noch ein Schaumbad von Dresdner Essenz für 4,49. Glaube ich nicht, dass es Alternativprodukte sind. Look by Bipa, hast du Nagellack, Kneipp, Hautöl, Mandelblüten, Hautzart. Nee, ich glaube, dass das nicht die Alternativprodukte sind, die du immer da auf der Seite findest, oder? Das wäre ja sonst etwas merkwürdig, ne? Finde ich jetzt mal so, ehrlich gesagt. Weil das wäre ja frech, so krasse Unterschiede zu machen. Oh, guck mal. Es gibt hier bald eine limitierte Edition zum Muttertag. Der ist am Mai. An welchem Mai? Relativ zu Anfang vom Mai, ne? Der erste Sonntag oder der zweite Sonntag im Mai? Das ist ja cool. Easter Egg Edition kommt übrigens am 12.03. raus. Heute ist der 10.03. Ich weiß nicht, wann ich dieses Video online stelle, aber ich werde es auf jeden Fall auf Instagram auch posten. Und ja, zum Muttertag erfüllen wir Beauty-Träume und packen sie in ein wundervolles Special Design. Ja, ist auch nett, ne? So sieht das dann aus. Also das ist dann eine Special Edition, die dann bald online kommt. Da können wir uns auch schon mal drauf freuen. So, okay, soviel zum Serum. Heute bin ich echt in Quasselstimmung, Leute. Tut mir leid. Vielleicht freut ihr euch auch drüber. Ich weiß es nicht. Jetzt habe ich hier ein Tübchen, was ich rausgreife. Okay, ja. Hier haben wir ein Anti-Aging-Serum. Habe ich das nicht eben schon in der Hand? Von Feel Free. Hyaluronsäure, Granatapfelöl, Arganöl und Oat. Oat-Extract. Was ist nochmal Oat? Ist Oat? Ich denke bei Oat immer an Mehl, an Getreide. Ist Oat Hafer? Muss ich mal gucken, sagt das Heftchen denn dazu. Kaffee, Reis. Ist, nee, Minze. Okay. Ah, Anti-Aging Serum ist 9,49 Euro. Oh, guck mal, ich habe die hochpreisigere Variante hier drin. Und dann hätte es auch noch eine Eye-Contour-Cream gegeben. Okay, also bei dem Heftchen steige ich ehrlich gesagt nie so ganz durch, welche Alternativprodukte zu was jetzt was ist. Keine Ahnung. Und wer wirklich alles davon so drin hat, ne? Könnt mir ja gerne unten in die Kommentare reinschreiben, was ihr in eurer Box drin hattet. Ja, genau. Sowas finde ich eigentlich ganz nett, ne? 30 Milliliter so ein Serum ist auch nie weg. Kann man gut gebrauchen. Ich verwende immer ein Gesichtsserum vor meiner Tagespflege und finde das ganz nice, dass es mit dabei ist. Ja, kann man nicht sich beschweren, ne? Das hydratisiert die Haut. Die Marke sagt mir auch irgendwas. Anti-Age, voll mein Ding. Kann ich gut gebrauchen, ne? Also alles, was Anti-Age ist oder was halt auch Pickel reduzierend ist durch diese Masken, die ich da jetzt aktuell
einfach habe. Das ist immer ganz nett. So, und jetzt habe ich hier noch so ein Oschi-Produkt drin. Okay, damit habe ich jetzt nicht gerechnet, aber die Box war auch ganz schön schwer. Fructis Garnier, kräftigende Aktivformeln, Oil Repair 3, Coco Frizz Control, kräftigendes Shampoo, pflegt und Anti-Frizz voll gebrauchen können. Ich das tun, was? Mit Kokosöl und Triglycerin. Triglycerin, klar. Widerspenstiges trockenes Haar, pflegt ohne zu beschweren und kontrolliert Frizz langanhalten. Voll das, was ich brauche. Dieser Kokosduft, der stört mich ein bisschen, ne? Das ist jetzt nicht so ganz der Claudi-Style, um das mal so zu sagen. Ich mag nicht gerne künstliche Kokosdüfte. Ich habe aber schon ewig keine Garnier Fructis Shampoos mehr gehabt. Das riecht eigentlich ganz gut. Muss ich unter der Dusche auf meinen Haaren riechen tatsächlich, um sagen zu können, ob ich das gut finde. Aber so, was ich jetzt rausschnüffeln kann, mag ich das leiden, ne? Ja, das ist nett. Also wir haben hier 1, 2, 3, 4, 5. 5 Produkte drin. Und die fand ich cool. Also das war echt ein Boxeninhalt, der mir gefällt. Pretty Pleasures, also die haben mir 5 kleine Freuden bereitet. Die gar nicht mal so klein waren, wenn ich ehrlich sein darf. Also mal eben so eine Face-Palette, Lidschattenpalette für 41 Tacken reinzuhauen. Okay, das ist jetzt nicht so die Marke, die man hier so kennt, wenn das jetzt eine Palette von Too Faced gewesen wäre oder von, keine Ahnung, Marken, die wir halt so kennen, von Fenty Beauty oder so, ne, hätten alle gesagt, wow, so ist es jetzt einfach eine Marke, die immer sehr, sehr, ich frage mich immer, wer kauft sowas, ne, das gleiche wie halt auch bei diesen Avant-Produkten und so. Das sind halt immer Marken, die so hochpreisig sind und ich frage mich immer, wer kauft dann diese Produkte zu dem Originalpreis? Ich verstehe das nie so genau, ne, aber gut, ja, das war jetzt das Glossy Box. Genau, das Glossy Box. Das Glossy Box Unboxing. Und ja, ich habe gerade die Look Fantastic Box aufgemacht, deswegen. Ja, ihr Lieben, hat mir wirklich gut gefallen. Wäre das meine erste Glossy Box, würde ich sagen, fein weitermachen. Läuft bei mir. 15 Euro dafür ausgegeben oder eben 12,50 Euro. Ich beschwere mich nicht. ihr Lieben, schreibt mir gerne in die Kommentare rein, wo ich mein Gehirn hingelegt habe. Nein, schreibt mir gerne rein, falls ihr die Box auch abonniert habt, was ihr so drin hattet oder was ihr aus diesem Unboxing jetzt am coolsten fandet. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Unboxings meiner Abo-Boxen. Hier unten mein neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.